Also, Mikro ist okay. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch ganz herzlich aus Belgien. Mein Name ist Alexander Savanelli. Ich will mich gerne vorstellen. Ich bin ein Dolmetscher, Musiker und Schauspieler von Beruf. Und bis jetzt habe ich eine sehr intensive Schauspielerkarriere hier in Belgien und Frankreich gehabt. Seit ein paar Monaten arbeite ich mit meinem Kollegen aus Kommunikationsteam der Skyworld Community zusammen und wir tun unser Bestes, um unsere Technologie hier in Belgien bekannt zu machen. Übrigens, ursprünglich bin ich aus Georgien. Ich will ein paar Worte über mein Land auch erzählen, bitte. Das ist ein klein gebirgiges Land mit subtropischem Klima. Heutzutage, Georgien ist bekannt für seine schönen Landschaften, sonnige Strände, die mächtige Bergweite Kaukasus, außerordentliches Mineralwasser und berühmte Weinbaugebiete. Das Land liegt am Schwarzen Meer und bildet eine Verbindung zwischen Europa und Asien. Übrigens, für diejenigen, die dort noch nie gewesen waren, kann ich ganz kurz definieren, die wunderschönen Berge des Kaukasus wie in Schweiz, die azurblaue Meer, schöne Küche und faszinierendes Wein, wie in Südfrankreich und mit sehr günstigen Preisen als in Montenegro. Nicht schlecht, ne? Lass uns hoffen, wann die ganze Geschichte, wenn die Covid-19 bald vorbei ist, für jeder von uns, empfehle ich euch, die erste Reise nach Georgien zu machen, bitte. Ihr werdet nicht enttäuscht sein, das ist garantiert. Und damit komme ich zurück zu unserem heutigen Hauptthema. Wie euch bereits wissen, ist unsere Umwelt heutzutage aufgrund des schlechten Umgangs mit den natürlichen Ressourcen sehr stark verschmutzt, was führt auf unserer Erde zu einer globalen Erwärmung. Gleichzeitig haben wir das Problem zu vielen veralteten Technologien mit viel Abfall, was sehr schlimme Folgen hat. Aber wie kann die Menschheit das
Problem heute mit Internet. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Das ist nie im Leben gewesen eigentlich. Die Erfinder dieser erstaunlichen, erfolgreichen Projekts ist der Wissenschaftler Herr Anatoly Junitsky. Es hat 40 Jahre gedauert, um die Technologie der Dokumentation für unsere Gemeinschaft der vierten Generation zu entwickeln. In den vergangenen 2 Jahren hat sich SkyWorld Community der Technologie zunutze gemacht und die Teststrecken für die Stadt und Güterverkehrsstraßen gebaut, aber auch die Pilotversuche und Zertifizierungen durchgeführt. Wie euch auf dem Deal sehen können, hat Herr Junitsky vor ein paar Jahren die Residenz von Dalai Lama in Tibet besucht und auch sein Segen für unsere zukünftigen Projekte erhalten. Seine Hoheit war sehr interessiert mit unserer zukünftigen und fortschrittlichen Ideen von Herrn Junitsky. Wenn man bedenkt, dass die buddhistischen Tempel in Tibet für Touristen und Pilger unzugänglich sind. Und jetzt, wie funktioniert unsere hochmoderne Technologie und wie schaut das in Realität aus? Die Fahrzeuge selbst sind auch an einem sehr lichten Polycarbonat gefertigt und mit ultralichten Elektromotoren ausgestattet. Es nutzt Solarzellen und Windkraft, aber auch normale Strom. Unsere Lösung ist, um eine vorgespannte, durchstehende Bahn auf dem Fahrzeug mit eigenartiger Aerodynamik zu fahren. Sie werden automatisch gesteuert mit einem Motorräder unseres eigenen Merkes. Die
Es ist ein Problem mit der Verbindung heute. Ja, zusätzlich zu den zugänglichen Vorteilen konzentrieren Sie sich die mehrstufigen Engineeringslösungen des Unternehmens in der Region auf die drei industriellen Zielpunkte. Erstens erholen Sie die Waren- und Personenfluss in bestehenden Städte, ohne die vorhandene kommunale Infrastruktur einzugreifen. Zweitens ermöglichen Sie die Verbindung, Optimierung die Warenflüsse zwischen schwer zugänglichen Produktionsbereichen, Industriezentras und die Häfen und die Flughafen zum Beispiel, ohne dass zusätzliche Terminals gebaut werden müssen. Und drittens bieten die Lösung die Unternehmens eine umweltfreundliche Transportverbindung, frei von Verschmutzung und mit minimale Geräuschspiegel für die Regionen mit hohen Umwelttransportforderungen in der industriellen Einfluss auf die Umwelt verboten oder begrenzt ist. Jetzt möchte ich hiermit Ihre Aufmerksamkeit, Damen und Herren, auf das wichtige Ereignis des Jahres 2020 unserer Unternehmen hinweisen. Am 23. Oktober veranstaltete die SkyVault Community die EcoFest. Aufgrund der Ausarbeitung der Coronavirus in der Welt wurde die Sendung online übertragen. Herr Junitzki berichtete von vielen positiven Nachrichten. Die Marketingstrategie wird neu strukturiert und Nachrichten in einem verbesserten Format werden sicherlich weitergeführt. Aber wir hatten einen sehr langen Weg von uns, um dieses Ergebnis zu erreichen. Die Firma Junitzki String Technology hat den Bau einer Straßenbrücke in einem Vereinigten Arabischen Emiraten abgeschlossen. Wir haben die Teile unserer Maschinen für die spätere Wartung in die Produktion gebracht und auch die Bau des lang geforderten Eco-Haus abgeschlossen. Das war ein großer Sieg für uns, wenn man die lokale klimatischen Bedingungen bedenkt natürlich. Auf diesen Grund hat Herr Junitzki seine Aufmerksamkeit auf die Nahen Osten gerichtet, wo sich die Geografie unseres Produktions erweitert wird. In der Vergangenheit haben wir die Einheiten und die Elemente einzeln konstruiert und sie passten bei der Montage oft nicht zusammen, weil die anders konzipiert war. Aber als wir auf die 3D-Erlebnisplattform umgestiegen, sind die Probleme verschwunden. Dass es möglich wurde, das gesamte Lebenszyklus der Technologie zu verfolgen, von Skizzen, Ideen und Arbeitszeichnungen bis zur Produktion und Betrieb zu setzen. Die 3D-Erlebnisplattform ist das einzige Werkzeug, das ermöglicht, einen solchen Ansatz zu realisieren. Dank der Zuverlässigkeit, der hohen Leistungen, der breiten Palette an Optionen, der Simplicität und der geringen Materialverbrauchs der Fahrzeugstruktur können die verschiedenen Modelle unserer Unternehmen zu einer universellen Lösung für eine Reihe von Transportproblemen werden. Wer zum Beispiel die Organisation der Güter- und Personentransport in abgelegenen Gebieten und der Regionen mit schwierigen klimatischen Bedingungen, zum Beispiel so als die Arabische Emirate, die Bau der neuen Straße in Emirate in ein hervorragendes Beispiel dafür. Die Stärkung der Positionen unserer Gesellschaft im Nahen Osten in den Haupttrend in diesem Jahr. Die Technologie wurde offiziell als Potenzial für die
Umsetzung die Infrastrukturentwicklungsplan von Dubai vorgestellt. Eine Reihe von Projekten, die der Verkehrsminister des Landes vorgeschlagen hatte, wurde von dem Leiter der Region Hussein Mohammed Al-Mahmoudi bestätigt. Zu den Projekten gehört ein Nahverkehrssystem mit einem Gesamtlänge von 15 Kilometer und 21 Stationen, das mit unserer Technologie realisiert werden kann. Ich möchte jetzt ganz kurz unser tropische Modell vorstellen. Bei der Entwicklung die Unica Tropical U43-431 wurde die klimatischen Besonderheiten den Nahen Osten, wo der Einsatz erfolgte, in Betracht gezogen. Diese Neuheit zeichnet sich durch eine doppelte Klimaanlage, eine hydraulische Federung, ein doppeltes Kühlsystem, ein größeres Energiespeicher an Bord sowie eine Kabine in VIP-Design, zum Beispiel so als BMW oder Mercedes, und die von den weißrussischen Unternehmen geschaffene Hochtransportlösung hat eine Reihe von technischen und kommerziellen Vorteilen, die es ermöglichen. Fachströme von ICO-Standardcontainer von bis zu 5 Millionen Tonnen pro Jahr bis zu bewältigen, was über den Preis von 1 Cent pro Kilometer in der Region liegt. Für den Personenverkehr sieht die Transportlösung die Beförderung eines Stroms von 50.000 Personen pro Tag auf den Staffelei von 0,1 Cent pro Kilometer. Ich möchte darauf hinweisen, dass seine Hoheit Sheikh Sultan Mohammed Al-Qassimi, Mitglied des Bundeshofs von Vereinigten Emiraten, im Bau befindliche Innovationszentrum in Sharjah besucht. Dieses Ereignis wurde in den Medien in Emiraten ausführlich behandelt. Unser gesamtes Team hat großes Vertrauen in den Erfolg unseres Projektes, denn wir haben ein perfektes Transportmittel entwickelt, das nicht nur in unserem Ecotechnopark in Marina Gorka in Weißrussland, sondern auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgeführt werden soll. Auch die Oleg Zaretsky, die CEO Executive in den Emiraten, sagte in der lokalen Radiointerview, dass die Kosten für den Bau unseres Netzes ähnlich oder sogar billiger können sein als die Bau von neuen Autobahnen und in der Zeit fördert viel weniger in Instanthandlung ein. Auf einer Entwicklungsbaustelle in einem Technologiepark wurde bereits eine 400 Meter lange Ladebahn mit einer schwebenden Kapsel in Betrieb genommen, die für das extreme Klima von Nahem Osten gebaut wurde. Dieses Pilotprojekt soll ab April dieses Jahres in Beförderung von den Passagieren in Luxuskapseln ermöglichen. Es gibt eine Stahl-auf-Stahl-Reibung, das heißt, es verbraucht viel weniger Energie als die Züge. Es ist eine stromsparende Lösung mit einem Elektromotor, die teilweise mit einer Solar- und Windenergie betrieben werden kann. Wenn zum Beispiel die Technologie eine 20-Minuten-Fahrt von Dubai nach Abu Dhabi ermöglicht würde, hätte das auch möglich. Eine weitere 2 Kilometer lange Teststrecke wird im Mai im Technologiepark eröffnet. Und innerhalb von 3 Jahren kann eine 130 Kilometer Skybahn von Sharjah zum Hafen Khor
Frachtfahrkahn in Betrieb genommen werden, um eine Fracht zu befördern. Auf diesem Bahn werden schwebende Kapseln an einem superstarken Kabel mit einer Geschwindigkeit von 500 Meter pro Stunde fahren, sobald eine volle Strecke geöffnet ist. Seile und rollende Räder begrenzen diese Größe aufgrund von Reibung und Belastung auf niedrige Geschwindigkeiten. Diese Technologie ist eher mit einem Eisenbahn vergleichbar, hat Oleg Saretsky gesagt, bei den Rädern hat eine Spur laufen. Der Journalist, die englischsprachigen Publikation The National besuchte das Skyway-Versuchszentrum in Sharjah und bereitete auf Grundlage der Ergebnisse des Besuchsmaterials über die Entwicklung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs in den Arabischen Emiraten. Nach Angaben des Autors der Publikation werden die ersten Tests mit Passagieren bereits im März in diesem Jahr auf 400 Meter Piste ausgeführt. Er bestätigte auch die Information, dass die 3 Jahre der Bau einer 130 Kilometer langen Landebahn zwischen Sharjah und der Stadt Khorfakkan geplant ist. Es ist eine energiesparende Lösung mit einem Elektromotor, der teilweise mit Solar- und Windenergie betrieben werden kann. Das Projekt wird von der Regierung von Sharjah unterstützt. Laut der Journalist im Forschung- und Entwicklungszentrum von Yudinsky String Technology in Sharjah ist das SkyWorld Viadukt billiger als die Bau, die neue Autobahn ist und erfordert weniger Wartung. Und aufgrund seiner Lage über den Boden kann dem frei verwendende Plätze Also im Technologie- und Engineering-Park in Sharjah fand ein Treffen zwischen den Leitern der Region, die Hussein Mohammed al-Mahmoudi, und einer Delegation von russischen Geschäftsleuten statt. Die sprachen über die großen Möglichkeiten und die wichtige Rolle und die Technologie in Engineering-Park bei der Förderung von Innovation und der wissenschaftlichen Forschung in Sharjah und in der ganzen Region. Sie betonten auch, dass Skyway-Lastwagen bis zu 25 Tonnen einmal mehr Güter bei der Geschwindigkeit von 130 km transportieren können, was die Notwendigkeit von den schweren LKWs, die Straße verstopfen, stark reduzieren. Auch die in Vereinigten Emiraten basierte SkyWorld-Auftragunternehmer Archie Lyon Woodenhouse hat die Fotos vom Bau der EcoHouse in Sharjah Innovation Centrum auf der Website veröffentlicht. Die Fotos zeigen, dass die Material zu Beginn des Baus
abgeladen wurden und die Bindung, die Fundaments und die Installation der Unternehmens, die Balken reichen. Die Leiter des SkyVault Informationsdienstes, Michail Kirichenko, hat offiziell angekündigt, dass die Bau, die OKHSs, bereits abgeschlossen ist. Das Unternehmen ist von einer Europäischen Technischen Kommission zertifiziert und kann sich im Bau im Ausland beteiligen. Wir erinnern daran, dass die EcoHaus in Sharjah zwei Funktionen haben wird. Erstens, das EcoHaus zu zukünftigen Hauptsitz des SkyVault Community Projects im Nahen Osten sein soll, was für die ausländische Delegation gibt eine Präsentation durch Strandtransporttechnik. Zweitens, es ist eine EcoHaus, eine visuelle Demonstration des grünen Ansatzes beim Bauen. Die Wände und des Gebäudes sind aus Holz gefertigt und am äußeren Rahmen mit den Steinen verkleidet. Es ist geplant, das Dach sehr grün sein soll. Das heißt, die Haus von oben ein überhöhtes Stück fruchtbares Land aussieht. Das Unternehmen Mafelec Team ist mit SkyVault Community eine Partnerschaft für die Lieferung, die Beleuchtung und Interaktionssystemen eingegangen. Mafelec Team soll SkyVault Community mit manuellen Türung, Offung, Alarmen für die Unibusse beliefern, die Ein- und Aussteig verkürzen und die Wartungskosten der Fahrzeuge stark reduzieren. Die Standlichen der unserer Unibusse werden ebenfalls mit der Mafelec Team Beleuchtung ausgestattet. SkyVault Community hat auch mit einem Test von Hochgeschwindigkeits-Unibus U400-362 begonnen. Es wurde